Willkommen zurück zur ersten Folge Space Engineers mit dem McManus. Hi Leute und den Crabs One. Jo, so. Heute ein bisschen später. Heute ein bisschen später, ja. Geplant. Der Manus ist schuld. Der Manus ist schuld. Gut, dass er selber sagt, dann muss ich es nicht wieder sagen. Und wie ihr seht, ich habe offscreen habe ich es endlich geschafft, die Station hier oben hinzubekommen zu den Asteroiden. Vorher waren wir hier irgendwo, ganz unten irgendwo. Genau. Und das fette Schiff natürlich auch mitgenommen. Das hat funktioniert, Verbindung haben wir gebaut und ich habe offscreen einen Weg gebaut, den man hierher gehen kann. Ja, wie gesagt, das ist nur ein Weg und ein paar Lichter. Genau, müssen wir hier raus, dann kann man ein bisschen hochlaufen. Muss auch dazu sagen, es hat auch nur offscreen funktioniert, ne? Ja. Kein No Way, also anders irgendwie. Also im Creative habe ich das sogar gemacht, dass die Station Creative, hier hingebracht. Ja. Anders ging es nicht. Was mir allerdings passiert ist, ich habe das Schiff einmal umgeparkt hier, dieses hier, mit dem wir angekommen sind. Ja. Was dabei passiert ist, ich habe nicht darauf geachtet, die Düsen haben zwei von den vier roten Blinklichtern weggeschmort. Ah, okay. Ja, gut, ich habe die jetzt noch nicht ersetzt, aber weil ich denke, wenn man startet oder wieder landet, wird wieder exakt dasselbe passieren. dass man die Lichter da wegbrutzelt. Das stimmt, ja. Ja, von daher bringt es ja nicht viel. Jetzt haben wir hier noch einen schönen Weg, den ich eigentlich ganz cool finde. Ich finde den Weg auch super. Theoretisch könnte man jetzt auch hier einen Asteroiden reinbauen. Ja. Also wie gesagt, wenn wir jetzt Eisen brauchen, kein Problem, ist direkt da vorne. Einfach reingehen, wegsnacken. Genau. So, ich schweiß jetzt hier schon mal wieder ein bisschen. Muss mich nützlich machen. Mach dich mal nützlich. Ich muss mich mal nützlich machen. So. So, und ich setze weiter Blöcke. Ich glaube, ich habe, ich erzähle das jetzt extra mal in dieser Folge, weil mir das ein bisschen unangenehm ist und ich das nicht in dem eigentlichen Let's Play machen möchte. Und zwar, wir spielen ja Landwirtschaftssimulator, ne? Mhm. Und da kannst du ja auch viel mit Mods machen und so ein Zeug, ne? Ja. So, und wir haben Samstag aufgenommen, ne, also gestern, und da hat es draußen geregnet. Okay. Und in-game, als wir eingeloggt haben, hat es auch geregnet. Und da habe ich gesagt, ja Leute, hier, wir haben übrigens auch einen neuen Mod dabei, den Real-Time-Wetter-Mod. was quasi dann ein Mod, der halt quasi online dann guckt, welches Wetter halt, du musst ja dein Bundesland eingeben, welches Wetter halt dann eben ist. Und dann wird das aufs Spiel übertragen. Ist natürlich totaler Blödsinn. Und die Leute suchen sich aber gerade in den Kommentaren unter dem Video dumm und dämlich, wo es den Mod gibt. Ja, das ist, Manus ist böse, gell? Manus ist böse. Manus ist immer böse. Manus ist böse. Ich weiß. Aber eigentlich ist Manus gar nicht böse. Manus ist böse. Nein. So, aber das wird richtig cool hier, unser Schiff. Richtig. Manus ist böse. Schnauze. So. Klick, 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 klick. Ich bin gespannt, wie es dann mal noch weiter aussehen wird. Vor allen Dingen so das Cockpit und alles. Da bin ich echt mal gespannt. Ja, ich weiß noch gar nicht genau, wo ich das hinmachen werde. Erst dachte ich ja an einem Tower, aber vorne würde auch gehen. Ach so, ein Tower, stimmt, das hatten wir ja auch schon mal. Ja, ich weiß es noch nicht genau, was ich da machen werde. Könnte alles Mögliche sein. Ich persönlich zweifle nicht an deiner Baukunst. Mal schauen. Du bist, ich weiß es noch nicht. Kreativer wie ich, was das betrifft. Ich bin einer, ich muss mich so ein bisschen verlieren darin, weißt du? Also so, wenn ich anfange, dann kommen ja eben die Ideen erst während des Bauens. So, das machen, das machen, das machen und dann kommen die Ideen und wie man es halt so umsetzen könnte. Aber so mal von jetzt auf gleich, das geht bei mir nicht. Bin ich zu unkreativ. Aber ich glaube, es ist kein Problem. Ich habe da eine grobe Vorstellung, aber während des Bauens kommen dann noch andere Ideen. Ne? Genau, da kommen so die Feinheiten, ne? Ja. Auch dann, ja. Aber mir fehlt meist die grobe Vorstellung. Schon. Manchmal habe ich auch einfach Ideen
Ja. Nicht vom gesamten Schiff, sondern wie einfach nur eine Sektion, zum Beispiel wie ein Gang aussehen soll. Ja. Und dann baue ich diesen Gang als erstes und dann habe ich einfach nur einen Gang da und baue das westliche Schiff drumherum. Ja gut, das geht auch, ne? Das ist auch eine Möglichkeit. Warum nicht? Ja, richtig, aber ein Gang ist eigentlich ist das ein bisschen wenig. Ein bisschen wenig? Das stimmt, eigentlich ja. Ist das ein bisschen wenig, um... Wenn man überlegt, so wie es mal aussehen soll, ist ein Gang nicht viel. Ja. Aber wir gucken einfach mal, wie das hier wird. Kann auch sein, das wird hier, keine Ahnung, irgendeine Brotbüchse oder sowas vom Design her. Oh, kann auch sein. Ja, aber ich glaube, das lasse ich nicht zu. Ich glaube, Krabs, ich glaube auch, das lässt Krabs nicht zu, von daher. Das lasse ich nicht zu. So. Zack. Zack. Na. So, mal wieder ein paar Stahlplatten in Auftrag geben. Wie viel haben wir noch? 8000. Huch. Production. Montageanlage 2. Was ist da jetzt ein Sound eingefügt worden? Da war doch vorher nicht. Ja, ich glaube schon. Das sind aber auch so eine Updates, die verstehe ich nicht. Also ganz ehrlich. Meinst du? Naja, wie lange gibt es das Spiel schon? Oh, das gibt's schon eine Weile. 2 Jahre? Jetpack. Stimmt, ja. Aber es ist aber noch nicht über. Was ist das? Und Beta müsste es jetzt sein. Ja, aber guck mal, es gibt schon 2 Jahre und jetzt fügen die einen Sound ein? Dafür? Das sind so Sachen. Weiß ich ja. Nicht. Da hätte man doch schon vorher drauf kommen können. Was, erzähl mal, wie lange spielst du das denn schon? Oh Gott, Seitdem es. Also, Fakt ist eins, ich kenne es, seitdem es das gibt, Space Engineers. Allerdings habe ich das erste Mal mit dir gespielt. Ja, ich weiß es gar nicht genau, seit wann es das gibt. Also ich hab das schon vor geraumer Zeit gespielt und dann mal eine Serie zugemacht. Wie gesagt, auch mit Dardosh. Da gab es auch noch keine Planeten und so. Okay. Und kannst du sagen, weil das würde mich interessieren, wie hat das Space Engineers, mit was, wie hat das mal angefangen? Mit was? Was gab es so für Stuff, wo das mal angefangen hat? Was konnte man dann machen? Ja, du konntest eine Station und Schiff bauen. Mehr nicht. Also du konntest quasi so, ja, so ein bisschen, okay, so eine eigene Station bauen, verstehe ich, und halt einfach ein Schiff bauen. Das hat aber schon funktioniert, du konntest damit rumfliegen und so weiter und so fort. Ja, genau, richtig. Aber halt als ich angefangen habe, waren zum Beispiel, da gab es noch keine Waffen. Okay. Und, die ganzen Tiersachen, dass man hier Sachen upgraden kann, weißt du? Ja. Die Grinder und Welder und bla bla bla. Das gab's da auch noch nicht. Okay. Und da gab mehrere Sachen, die es eigentlich nicht gab. Weil, ich finde es schon mal interessant so zu wissen. Was halt, wie das halt hier so. Weil ich weiß es halt nicht. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja ein paar von euch da draußen, die das seit Anfang an spielen. Könnt ihr auch mal in die Kommentare gerne schreiben. Was da so zu Beginn, was konnte man so machen, was kam dann so hinzu. Weil meistens gibt es ja auch immer dann irgendwann so die großen Updates. Mhm. Weißt du, wo dann. Ja, ein großes Update war auf jeden Fall, dass es die Planeten gab, ne? Das war, ja, okay. Das ist natürlich ein großes Update gewesen. Glaube ich, ja. Und zu den Planeten kamen ja noch die ganzen neuen Atmosphärensachen, also die ganzen Atmospheric Thruster und so, die gab es ja logischerweise vorher auch nicht. Ja, okay. Wozu auch? Ich meine, wenn der. Ja, konntest du schon immer in den Weltraum fliegen? Warum soll man die dann haben, ne? Ja, konntest du schon immer in den Weltraum fliegen, also die Atmosphäre verlassen? Es gab, wie gesagt, nee, es gab ja keine Planeten am Anfang. Ja gut, aber gab es nur ein leeres Weltall mit Asteroiden. Ah, okay. Also du konntest aber schon ins Weltall und konntest auf Asteroiden fliegen. Ja, du bist ja, warst ja immer im Weltall. Es gab kein Nicht-Weltall. Ach so, es gab auch keine Erde. Ohne Planeten gibt's, weißt du? Ach so, na gut, keine Planeten. Ich habe jetzt gedacht, die Erde gab's zumindest. Nee, es ist ja, nee, auch nicht. Ach, du bist einfach im Weltraum gestartet, fertig. Ja, genau. Geil. Aber es gab keinen Sauerstoff. Das heißt, es war egal. Du musstest nur das Einzige, auf was du achten musstest, war deine Energie. Okay. Also man musste halt Uran finden. Das war's. Das war das Wichtigste, um zu überleben. Uran finden.
um genau. Energie zu produzieren. Ja, okay. Ja. Okay, okay, okay. Das ist natürlich krasse Anfänge. Na gut, dann, wie gesagt, also da hat sich ja wirklich viel getan. Die Frage ist halt so, ne, wo soll die Reise mal hingehen? Die haben gesagt, die werden, also Space Engineers ist und es wird kein, nicht das nächste Survival-Spiel. Das haben sie von Anfang an gesagt, weil die, das wollen sie halt nicht. Der größte Augenmerk liegt immer noch, das, was der Name schon sagt, ist Engineering, also das Bauen. Ja. Okay. Darauf liegt der größte Augenmerk. Finde ich auch gut. Ja, finde ich auch. Finde ich besser als, wenn ihr jetzt hier probiert, irgendwie ein Survival-Game rauszumachen, weil das würde eh nicht klappen. Ich meine, so ein kleiner Survival-Faktor ist schon immer nicht schlecht, ne? Dass man eben bestimmte Aufgaben hat. Das hat man ja mit dem Sauerstoff. Genau, 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 das stimmt. Das ist korrekt, ja. Sauerstoff. Ja, vielleicht werden irgendwann nochmal andere Gegner, also halt NPCs eingeführt. Mhm. Was wie Aliens oder so, weil es gibt ja die Monolithen. Oder gab, eher gesagt. Jetzt nicht mehr. Ich habe herausgefunden, warum es die nicht mehr gibt. Beziehungsweise habe ich das nicht herausgefunden, sondern es wurde von Sage gesagt. Und Sage ist auch ein YouTuber, der hat ganz viele Mods gemacht und ist noch mit die besten Mods für Space Engineers. Mhm. Und die machen auch mit mehreren Leuten so eine Serie. Okay. Über Space Engineers. Der hat gesagt, das kam durch den durch einen der neuen Patches. Ganz kurz, baust du gerade die Container oder? Ich versuch's. Okay. Also du machst das schon. Ja, kannst du gerne mithelfen. Brauchen wir denn? Interne Panzerung und Herstellungskomponenten. Hast du davon schon was jetzt? Ja, aber nicht genug. Also Herstellungskomponenten habe ich gar nicht. Dann guck ich mal. Ach ja, genau, der hatte erzählt, das liegt an dem einen Patch. Der Patch entfernt schneller die Sachen, die man nicht mehr benötigt. Du weißt, was ich meine. Ja, ja, klar. Ja. Also halt die, wenn jetzt irgendwo was herrenlos rumfliegt, dann verschwindet es halt ziemlich schnell. Mhm, das ist, denke ich, gut. Ja, genau, richtig. Das Ding ist, die Monolithen zählten als Objekt. Man kann die zwar nicht selbst bauen, weil das halt alien-technisch war, die sind aber durch den Patch verschwunden. Ach so! Ah, okay. Ja, weil die waren, die kann man nicht selbst bauen, aber die zählen ebenfalls als Objekt und sind einfach verschwunden. Ja, klar. Das ist natürlich Kacke. Und somit waren die ausgelöscht. Richtig. Ja, das ist blöd. Das ist auf jeden Fall blöd. Aber sind die jetzt immer noch weg, ja? Ja, klar, die sind weg. Die werden auch in den Spielständen, wo sie einmal weg waren, nicht mehr wiederkommen. Okay. Weil die halt weg sind. Was haben die denn gemacht überhaupt, diese Monolithen? Gar nichts. Da stand in einer Alien-Schrift stand irgendwas drauf an den Seiten. Aber die Leute sind noch dabei, das zu entziffern, was es von heißen könnte. Aber es gibt halt keine Anhaltspunkte. Ach so, okay. Die Entwickler sagen dazu auch nichts. Was ich eigentlich echt lustig finde. Das ist natürlich krass, ja. Voll fies. Ja, ich find's ganz, wie gesagt, ich find's ganz lustig. Tja, die Entwickler sagen einfach nichts dazu, das ist cool. Ja, da gibt's halt Monolithen von eindeutig Alien, weil es halt so eine Alien-Schrift ist. Ja. Und naja, man weiß dann einfach nichts drüber. Das ist krass. Ja gut, so wie es in Real Life eben auch ist, ne? Ja, genau. Da kann man wahrscheinlich auch nichts drüber wissen, wenn man es findet. So. Mal versuchen, rauszufinden. Ach du Scheiße, Alter. Was wie an internen Panzerung. Interne Panzerung. Ja, Herstellungskomponenten brauchen wir auch viel. Alter Schwede. Alter Vater, ey. Halt bleibt man auch nicht mehr. Oh, ich habe hier wirklich gar nichts mehr dabei. Bam, 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 bam. So, ich fange gleich mal an, die letzten Reaktoren zu setzen.
damit wir ein bisschen Strom dort haben. Machen wir einfach mal hier noch das. Das können wir erstmal lassen, glaube ich. So, das. Ach, Herstellungskomponenten. Das Problem ist, die Herstellungskomponenten brauchen einfach so lange, auch in der Produktion, finde ich. Ja, die brauchen ein bisschen. Die ist echt heftig. Hier ist noch eine Hydrogen Bottle. Ist die von dir? Nein. Im Oxygengenerator. Nein, nein, das ist es nicht. Okay. Oder vielleicht doch, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist auch egal. Ich hab zwei dabei, das reicht. Ein bisschen voll. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir hier fertig kriegen. Ja, was heißt fertig? Fertig nicht, aber. Hier fehlt jetzt auch nur noch Stahlrohr. Interne Panzerung. Ey, ist graus, Alter. Interne Panzerung. Stahlrohr klein. Bam, bam, bam. Träger, da, bla, 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 bla. Haben wir auch nicht mehr. Das ist natürlich nice. Oh, so. Alter Vater, ey, das gibt's ja gar nicht. Denn? Naja, hier. Was wir hier brauchen. Ja, du, wir brauchen. Das ist ein großes Schiff, ne? Das ist noch nicht mal alles, ne? Das wird noch viel mehr. Das ist wie das wird hier wird das richtig lustig. Coole Scheiße. Das wird noch richtig interessant. Sag ich dir. Oh, da stehen schon die fetten Generatoren hier. Es sind nur zwei. Wir brauchen definitiv noch viel, viel mehr davon. Aber ich will jetzt erstmal nicht mehr bauen. Okay. Wohl einer würde jetzt vorerst mal reichen und mal einen davon fertig bauen. So, jetzt brauchen wir nur noch Stahlrohr. Nur noch Stahlrohr, dann sind die Dinger alle fertig. Mal weiter. Irgendwie habe ich das Gefühl. Kann aber auch täuschen, das Dings. Dass dieses Fliegen mit dem Jetpack auch verändert wurde. Inwiefern? Du bremst schneller ab. Ja, ne? Ist mir auch so vorgekommen. Also ich finde irgendwie, dass man, wenn du jetzt so beschleunigst, nicht mehr so weit getrieben wirst dann, um abzubremsen. Mhm. Dass das schneller geht. Ja, vielleicht haben die auch wirklich die Folgen gesehen. Wie ich jedes Mal in die Station reingeballert bin, weil ich nicht mehr gebremst gekriegt habe. Nein, aber das ist mir jetzt mal direkt so aufgefallen. Er hat also einen typischen Manus gemacht. Ja, typischer Manus. Ist aber auch schlimm manchmal mit mir. Ja, unglaublich sowas. Unglaublich. Ich weiß. Dieser Manus, ne? Aber so ist das ein netter. Echt? Wenn du das sagst. Ich will gar nicht wissen, wie viele Manus heißen. Ich habe letztens erst einen Kanal, warte mal, was war denn das für ein Kanal auf YouTube? Der Kanal hieß, irgendwas Manus. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß. Ich weiß auch nicht mehr, was die haben. Die haben irgendeine Beauty-Scheiße oder sowas. Ach ja, natürlich. Manus mit seinem Beauty-Channel war das. Ach du Scheiße. Was ist los? Die Reaktoren. Ja, die brauchen ein bisschen. Ach, geh fort. Wir machen erst den ersten Reaktor fertig, der da ist. Macht jeder einen fertig, ist vielleicht besser, oder? Weil ja, ich weiß ja mal so gar nicht, was du holst. Ja, das ist eigentlich egal. Ich kann die Sachen ja immer gebrauchen. Okay. Guck mal, Stahlplatte, Computer, Motor. Ich mach das jetzt anders. Ich bin nämlich total schlau. Ich nehme jetzt einen Zettel und einen Stift. So, und dann mache ich hier nämlich, pass auf. Da brauchen wir
schon mal 1k. So. Dann brauchen wir 2k davon. Alter, das Ding braucht aber auch viele Sachen, ne? Das ist echt heftig. So. So. Vor allem, so viel kann man immer gar nicht tragen. Wie man das ist braucht. Das Problem, ja. Sind die Container alle fertig? Ja. Oh, cool. Ja, also die müssen da was verändert haben. Ich wäre jetzt schon. Ich wäre definitiv schon tot gewesen sonst. So, Manusschutz eingebaut. Warte mal, dann erstmal das. Zack. Da brauchen wir erstmal 1k. Dann kriegt man noch 75 Computer hin. Krabs hat die ganzen Computer gesnackt. Das waren nur 30. Hast du die jetzt noch rotzfrech vor meiner Nase rausgenommen? Ja, ne? Das gibt's ja nicht. Ich wollte die gerade nehmen. Weg. Mann. So, einfach so. Nimmt er die weg. Passt schon, danke. 30, dann Motoren. 20. Haben wir noch ein bisschen Luft, ja. Gerüst vielleicht. 40. Ich bin nur 18 weg. Na gut, dann lassen wir's. So, das wird nicht reichen. Wir brauchen Kies, Silber und Eisenbahnen für die 4000 Reaktorkomponenten. Ja, das könnte ich mir schon denken. dass da die Materialien nicht reichen, das könnte ich mir schon denken. So, jetzt verbrauchen wir mal eben auf die Schnelle alle Materialien, die wir so haben. Ja, war klar. Das war klar. Deswegen, ich sag dir, wie es ist. Bohrschiff würde ich. Vielleicht, dass wir an das Bohrschiff noch einen zweiten Container dran bauen können. Ach so. Dass man da ein bisschen einfach mal ein bisschen mehr holen kann. Mhm. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt brauchen wir 100 Kondukt irgendwas. Wie hießen die denn? Superkonduktor. Superkonduktor. Super Konduktor Konduits. 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 Super Konduits. Super Konduits. Triebwerk. Super Konduktor da. Ah, hier. Warte, die haben wir. Ach nee, das ist einfach die aussehen. Die können wir gar nicht bauen. Wir haben kein Gold. What? Krass. Ey, wir sind so am Arsch mit unseren Materialien. Aber so hart. Ey, ohne Scheiß, ne? Das ist echt pervers. So, warte mal, Strahlrohr groß. Ach, haben wir auch nur 3. Ist ja kaum Strahlrohr? Nee, da Strahlrohr groß. Warum lachst du denn jetzt? Du hast nicht Stahl, sondern Strahl gesagt. Das Strahlrohr. Also, so, wir brauchen ein großes Strahlrohr. 40 Strahlrohre? Bisschen Gerüste müssen wir auch noch mitnehmen. Oh Mann, Strahlrohr. Strahlrohr ist was anderes, ne? Ja. Und die Herstellungskomponenten. Da brauchen wir nochmal unglaubliche 70. So, das haben wir auch schon. Dann brauchst du nur diese Konduktor und Reaktor. Dingsbums. Ey! Was? Du Sack! Was hast du? Du hast mir schon wieder was geklaut. Ich hab dir nichts geklaut. Ich wollte gerade die Reaktorkomponenten rausnehmen. Ich bin draußen am Schiff und baue hier weiter. Ich baue gerade, hab einen zweiten Container an das Schiff gebaut. Hä, wie sind denn... Hey, lol. Die Reaktorkomponenten sind gerade in der Montageanlage verschwunden und sind jetzt in dem Frachtcontainer? Ja, kann sein. Dass, ja klar, von der Montage... Ja, wenn die Montageanlage voll ist, dass nichts mehr gebaut werden kann... Dann packt die Montageanlage die Sachen in die ach so. Weg halt. Hast mal übelst rumgeschrien.
Was? Was willst du? okay, na gut. Dann war das wohl mein Fehler. Was? Computer 75? Wieso habe ich da nur 30 genommen? Das ist ja Blödsinn. Vielleicht kannst du nicht mehr tragen. Warte mal, da brauche ich noch 45 Computer und dann, ja, den Rest halt, ne? Vielleicht kannst du einfach nicht mehr tragen, du Bilbo. Oh, 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 oh. So. Hey. Aber wir sind, 25 minutes later. Okay. Schön. Reingehauen. Ja. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hat's. Ja, es ist gut, dass euch das gefallen hat. Dann schaut mal bei dem Manus vorbei, schreibt auch in die Informationskonsole. Kommunikationskonsole heißt es. Ja, genau. Wie es euch gefallen hat und ob wir noch irgendwie was anderes machen sollen und. Und dann sehen wir uns am besten in der nächsten Folge, also morgen, ich hoffe doch mal morgen. Ja. Wieder. Es kommt auch mal davon, ob der Manus Zeit hat und nein, so. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.